Was ist baulicher Bevölkerungsschutz? Hierunter verstehen wir alle baulichen Maßnahmen, um die Bevölkerung zu schützen vor Extremgefahren wie Sturm, Hagel, Hochwasser, Sturzfluten, aber auch andere Notlagen bis hin zu bewaffneten Konflikten. Was macht das BBK im baulichen Bevölkerungsschutz? Wir führen zum Beispiel Forschungsprojekte mit unseren Partnern durch zur Entwicklung und Erprobung praxistauglicher Schutzvorkehrungen, die einen möglichst hohen Schutz zu möglichst niedrigen Kosten für die Bevölkerung bieten. Als Beispiel Schutzfolien für Scheiben, die bei Explosionen eben den gefährlichen Splitterflug verhindern. Oder eben Thuja-Hecken, die bei Explosion zu einer erheblichen Minderung einer Druckwelle führen. Wir geben auch wertvolle Tipps für die Bevölkerung im Bereich von extremen Naturereignissen in Form von Videoclips über die Gefahren, aber auch die Maßnahmen, die er vorsehen kann, um Schäden zu vermeiden oder zu reduzieren. Und das Ganze auch noch in Flyern und Buchform. Was können Bürgerinnen und Bürger für den baulichen Schutz selber tun? Zum Beispiel bei Hochwasser besteht ja die Gefahr, dass von der Kanalisation das Wasser sich zurückstaut und in das Haus gelangt, über den Keller und zu großen Schäden führt. Hier gilt es eben, von dem Hausbesitzer eine Rückstauklappe einzubauen. Hierfür ist die Kenntnis über die notwendigen Maßnahmen natürlich von Bedeutung. Er vorher sich um den Einbau, um die Funktionsfähigkeit solcher zum Beispiel Rückstauklappen kümmert, sie überprüfen lässt auf Funktion, damit eben keine Schäden entstehen.